Zuletzt bei Horizon Zero Dawn. In den Jägerprüfungen sammelten wir alle bisher verfügbaren Glutsonnen und anschließend führte uns unser Weg in den Norden, wo das Projekt Zero Dawn zu alten Zeiten umgesetzt wurde. Wir wollen nun wissen, was es damit auf sich hat und wie die Menschheit gegen die Maschinen überleben konnte. Allerdings ist in diesem alten Militärstützpunkt die Eclipse und sie sammelt Waffen. Diese Leute müssen wir nun entfernen, um unsere Antworten zu bekommen. Friends, einen angenehmen guten Tag und willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir werden heute die Eclipse hier ausrotten. Und das Fiese ist, die Eclipse chillt einfach mit Plünderern, ne? Die haben sich hier so ein paar Leute gesnackt. Aber wir haben aktuell noch den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Und ich sehe, dass da vorne einer mit Loe auf dem Rücken herumläuft. Und gleich ist da einer, der mit Loe auf dem Rücken explodiert. Und noch seinen Kollegen anzündet. Ein ganz stabiler Ehrenmann. So. Hä, warum wissen die, wo ich bin? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn, dass die wissen, wo ich bin. Weil ich habe einfach nur den Dude angezündet. Die haben ja gar keine Ahnung, von wo ich kam. Aber kein Problem. Wir schaffen das. Der Dude brennt auch. So, wollt ihr jetzt wirklich hier hochkommen? Wollt ihr wirklich in den Nahkampf mit mir gehen? Ah, das ist ein Bossgegner. So. Deswegen frisst er so viel Damage. I get it. So, dann machen wir kurz zwei Brandpfeile hier drauf. Dann verbrennt der. Dann brennt der auch. Hier, Gua. So, Meister. Zack. Oh, der steht noch. Sehr gut. So, und jetzt kommst du. Oh, boy. Wo kommst du denn her? Und wieder zurück. Und zack, und wieder zurück. Nein, jetzt habe ich seinen Kollegen hinten erwischt. Sehr gut. Okay. Ja. Ich sag mal, den Überraschungseffekt hatten wir dann weniger auf unserer Seite. Aber wir leben noch. Und vor allem, der Dude hat uns eine stabile Waffe gedroppt. Und vor allem auch die Tatsache, dass wir jetzt hier auch noch einen Ding gefunden haben, also eine Energiezelle, lässt mich recht entspannt jetzt hier durchgehen, weil ich ja glaube, dass es hier nicht noch mehr Energiezellen gibt. Würde mich wundern, wenn zwei auf einem Haufen sind. Gab bei so einem, ich sag mal, bei solchen Items, die es nur, ja, wo es wahrscheinlich noch insgesamt ein einziges davon gibt. Also hoffe ich einfach mal, dass ich da jetzt quasi schon das alles Collectible-Technische habe, was ich brauche. Und dann düsen wir hier einfach weiter. Ich nehme so ein bisschen mit, was die haben. Es ist ein bisschen Cash. Wir gehen auf die 6000 Scherben zu. Auf ganz entspannt. Ich zünde mir auch kurz einen Gesundheitstrank. Oh, kann ich gar nicht. So, hier immer in die Baracken gucken. Das ist ja, wie gesagt, ein alter Militärstützpunkt von früher. Wir wissen auch, dass wir mittlerweile vom Jahre 2050 bis 2060 reden. Auch sehr cool, dass wir schon, ich sag mal, diese Metallgeneration, die wir so haben, mittlerweile zeitlich einordnen können. So, da würde ich sogar rüberkommen. Sehr schön. Und da muss ich jetzt wahrscheinlich darüber hüpfen. Manchmal schafft Aloy den kleinsten Sprung nicht. Und dann springt sie einfach hier so massiv umher. Schon geil. Athletische Dame auf jeden Fall. Die junge Aloy, die hier mittlerweile wahrscheinlich der größten Verschwörung ihrer Zeit auf der Spur ist. Und sie will eigentlich nur wissen, wer ihre Mutter ist, so ungefähr. So, hier haben wir einen weiteren... Oh, hier haben wir einige Datenpunkte. Tschüss. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Mit diesen neuen, ahnungslosen Rekrutierten. Wilde Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Okay, also Zero Dawn ist irgendeine Ausrottungsmaßnahme für Maschinen. Das haben wir hinbekommen. Ein Horus, das ist der Teufel, deswegen liegt er hier auch. Horus ist ja diese Riesenmaschinen, die irgendwie so eine Art Transporter, fliegende Brutstätte, was auch immer darstellen. Und die scheinen irgendwie sehr viele Maschinen immer hierher zu locken, um die hier irgendwie zu vernichten. So, ich weiß nicht genau, ob die vielleicht ein Signal aufgestellt haben, was die Maschine hierher lockt oder... Ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Aber es ist, ja...
hoffentlich etwas, was uns weiterhelfen kann. Oder wir kommen irgendwie drauf, dass Zero Dawn, was ich ja auch immer noch so ein bisschen vermute, so eine riesige Ausrottungsmaßnahme ist, so die einfach so gefühlt alle Menschen einfach nur opfert. Wow, wow, wow. Da ist so ein Horusarm drin. Tschüss. Okay, okay, okay. Dann wollen wir mal gucken, was hier los ist. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? In der Erde. Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Okay, das scheint wohl irgendwie so ein bisschen die Ausbreitung dieser Todbringer darzustellen. So, und jetzt ist die Tür da hinten auf. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass die Story hier weitergeht. Trotzdem habe ich hier schon mal gelootet. Ist die Klipse hier auch? Ah ne, hier ist so ein Horus. Jo, Alter, wie übel der aussieht. Wir schauen so im Horus jetzt einfach ins Gesicht. Wie riesig der ist. Die Klipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Oh boy. Vorsicht! Nein, die wollen hier Todbringer züchten. Weil es ja eine Brutstätte ist. Sonne und Schatten. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Okay. Freunde, das klingt nach einem weiteren Bosskampf. Aber diesmal gegen einen verbesserten Todbringer. Oder Kopesch. Wie auch immer wir ihn nennen wollen. So, okay, warte mal. Den da unten kann ich direkt mal auslöschen. So, und wenn ich jetzt hier hinten chille, finden die mich dann trotzdem? Er explodiert. Aber eigentlich dürften die nicht wissen, wo ich bin. Das ergibt keinen Sinn. Das ist sehr... What? Oh, lol. Das ist richtig... Sorry, aber das ist echt wack programmiert. Du feuerst aus Stealth einen Feuerpfeil ab, der Typ explodiert. Und weil der Typ explodiert, wissen die, wo du bist. Genau. Genau. Richtig. Habe ich vergessen. So ein paar kleine Macken hat das Spiel. Die so die hundertprozentige Illusion irgendwie nehmen, wenn Kupisch. Ihr versteht, was ich meine. Und der hier ist schnell. Aber ist okay. Alles cool, alles cool. Wir wissen jetzt, dass es das gibt und dementsprechend müssen wir uns einfach anpassen. Das war kein Headshot. Das war ein Headshot. So. Wissen die da auch, von wo ich komme? Nee, ne? Nur wenn er explodiert, wissen sie es. Oh. Ja, das war's wieder mit mir. Nee, ich lebe. Okay. Hallo, Freunde. Oh, boy. Ich brauche Deckung. Okay. Ich feuer jetzt erstmal ein paar Entrüstungspfeile auf den. Einfach mal, dass wir dem irgendwas abnehmen können. Kein Schimmer, was hier abgeht. Aber einfach, dass der vielleicht einfach mal die Schnauze hält. Ich weiß es noch nicht. Okay, das macht dem gar nichts. Okay, er feuert seine Kollegen weg. Ich muss erstmal die kleinen Dudes erledigen und irgendwie hoffen, dass der uns erstmal gestohlen bleibt. So. Tschüss. Der macht nicht viel Damage, glücklicherweise. Also der Damage von ihm hält sich wirklich in Grenzen. So. Und jetzt müssen wir ihn erstmal scannen. So, und dann müssen wir jetzt Stück für Stück alles abschießen. Jetzt, hier da oben ist ein Geschütz. Keine Ahnung, ob das abgeht. Ich feuer hier mal drauf. Nee. Okay, das ist ein bisschen Damage. Vielleicht, okay, ich glaube, wir müssen einfach nur Damage liefern. Ja, 132 da oben. Ja, da oben frisst der Böse. Sehr gut.
Kriegen wir das abgetrennt? Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, okay, warte mal. Können wir mit Schockdrähten hier was hinkriegen? Der überhitzt ja manchmal, haben wir ja auch schon festgestellt. So, zack, genau. Ja, das mag der nicht, das mag der nicht. So. So, und jetzt noch einen. Ja, er ist lahmgelegt. Okay, oh shit, der explodiert nochmal. Okay. Dann mache ich mal mit Sprengdraht weiter. Keine Ahnung, ob wir ihn damit was abtrennen können. Okay, das ist so eine Nahkampfattacke, wenn wir ihm zu nahe kommen. So. Okay, wir müssen erstmal sein Geschütz vorne wegmachen. Ich nehme mal hier den Scharfschützenbogen. Drei Pfeile drauf. Und dann feuere ich ihm einfach mal vorne in die Fresse. Ja. Okay, da frisst er Damage. Ja, ja. Okay, ich glaube, ich habe sein Geschütz vorne abgemacht. Da kommt der Raketenwerfer. Die sitzen an der Seite. Die sitzen hier. Nee, doch nicht? Stopp, neue Munition. Vielleicht können wir noch anzünden. Ich werde es mal mit Anzünden probieren. Moment. Erstmal entkommen. Erstmal entkommen. Drei Pfeile drauf. Ansonsten können wir noch die Eisvariante nehmen. Ja, oh mein Gott. Der ist sehr anfällig auf Feuer. Und dann überhitzt er. Und dann hält er nämlich die Schnauze, wenn er überhitzt. Da muss er nämlich Pause machen. Genau, genau das. So, und solange er überhitzt ist, macht er nämlich nichts. Und dann können wir jetzt nämlich hier... Oh, nee, dann läuft der noch nicht oder so. Okay, Kommando zurück. Das war nicht klug. Er läuft in meine Sprengfallen. Wartet, ich muss mal hier kurz mehr Heiltränke sippen. Oh, sehr geil. Hier ist noch ein bisschen Heilung, auch wenn es nicht viel ist. Da vorne auch nochmal. Okay, ich probier's mal mit Eis. Ich probiere mal die Eisvariante. Da ist Einfrieren und Schrotflinte. Vielleicht kriegen wir damit das hin. Ich meine, theoretisch können wir auch einfach nur auf ihn drauf spammen. Ganz ehrlich. Aber ich suche halt immer so die kluge, smarte Art und Weise, ihn zu erledigen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ist das der... Ne, ist der Seilwerfer? Hier ist der Zersprenger, genau. Okay, dann machen wir jetzt so. Drei Eispfeile. Okay, Einfrieren dauert ewig. Alles klar, Einfrieren können wir komplett vergessen. Wir zünden ihn weiter an. Der fängt richtig schnell an zu brennen. Und wenn er schnell anfängt zu brennen, dann ist er selber schuld. Er überhitzt wieder. Er brennt wieder. Ich mache weiter mit meinen Scharfschutzpfeilen. Oben auf sein Geschütz. 300. 400 fast quasi. Kann das Teil mal abfliegen da oben, bitte? Ich meine, ich finde es stabil, dass es ein Schwachpunkt ist, weil wir ihm dann viel Damage machen können, aber das ergibt gar keinen Sinn, dass es nicht abfliegt. Aber wir haben es. Die Soldaten damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen? Ja. Und vor allem, Freunde, der hat uns 1000 Erfahrungen gebracht. Genauso viel wie ein Grauhabicht. Das steht einfach in gar keinem Verhältnis. Jetzt mal ohne Spaß. Das ergibt gar keinen Sinn. Egal. Tarnung, Schaden. Oh, 52% Handhabungsspule kann man immer gebrauchen. Immer. So. Ja, ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert in dem Kampf, aber ist schon okay. So, ich bin cool damit. Aber hier oben der Horus, der hält die Schnauze, ne? Aber wie schön das aussieht. Aber wie krank dieser Horus ist, ey. Ich bin gespannt, ob wir davon... Ich denke nicht, dass wir davon einen lebend sehen. Aber es wäre schon mächtig. Es wäre schon sehr, sehr mächtig. Aber wir haben noch keine Infos. Bisher nur Blut. Blut und Schrott. Aber keine Infos, die wir hier bisher gesammelt haben. So, ich schaue mich hier trotzdem noch kurz um. Da vorne ist nochmal ein Datenpunkt. Abbau der Biosphäre. Lol. So, hier scheint auch nichts mehr zu sein. Okay. Hier ist ein neues Hologramm. Da vorne ist noch eine große Kiste. Mit viel Stuff drin. Sehr viel Stuff. Okay. Vielleicht wird hier Zero Dawn erklärt. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ihr danken, nach dem, was sie gesagt hat? Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ihr alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott!
Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Okay. Ich denke, ich kapiere. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Elizabeth wollte etwas bauen. Enduring Victory. Enduring heißt ja ausdauernd. Ausdauernder Sieg. Also, die haben genügend Zivilisten an die Front geschickt, um die Roboter aufzuhalten. Geopfert. Bauernopfer. Und in der Zeit, wo quasi die Zivilisten die Maschinen aufgehalten haben, hat Elizabeth etwas gebaut. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Aber Sie wissen mittlerweile, dass ich lebe. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerkcrash. Verwegen. Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ha. So richtig. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Zeig ihn mir. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine Superwaffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt... Ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Okay. Eine neue Mission, Freunde. Zuvor möchte ich jetzt aber das Banditenlager einmal hier ausrotten und vor allem hier die ganzen Collectibles mitnehmen. Ich meine, hier sind drei alte Gefäße auf einem Haufen plus ein Panorama und das Banditenlager. Das kann ich nicht einfach so... was, ich kann nicht schnell reisen gerade? Ich kann von da, wo ich bin, keine Schnellreise bilden. Okay. Und wie kann ich den Ort hier verlassen? Hä? Warum kann ich denn nicht schnell reisen? Was erwartet das Spiel von mir? Wie soll es hier für mich weitergehen? Ich bin gerade zu blöd, den Weg nach unten zu... Kann ich das hier als Weg nach unten verwenden?
scheint irgendwie zu gehen, aber bin ich... Hä? Ich glaube, ich habe irgendwas Offensichtliches übersehen, Freunde. Kann ich von hier schnell reisen? Jetzt geht's? What the fuck? Okay, egal. Let's go, der Hase. Hä? Habe ich nicht kapiert. Kein Problem, Freunde. Jetzt können wir wieder Tassen suchen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Weil ich da so gut bin. Ey, diese Dreckstassen, ne? Ich sag mal, wir hatten einmal einen guten Lauf. Da haben wir so 3-4 Tassen am Stück gefunden. Das war sehr schön, aber irgendwie... Ansonsten, so gefühlt immer, wenn ich mich mit dem beschäftige, dann endet das immer in einem... Hä? Wo zur Hölle ist hier irgendwas? Und der DLC kommt auch noch. Da bin ich auch extrem gespannt, was es mit dem auf sich hat. Aber die Story nimmt gerade böse Fahrt auf. Es macht sehr Spaß, das zu verfolgen. So... Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nach unten. Wir machen das schön von Süden nach Norden. Und ich kann mal wieder ein paar Heilpflanzen sammeln. Ich bin so out of alles einfach. Sehr ausgemergelt gerade. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin, Freunde. Ich glaube an uns. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Und vor allem werden wir wirklich immer besser. Also ich sag mal, wir kämpfen wirklich mittlerweile ganz in Ordnung. Manchmal vielleicht ein bisschen unbeholfen, wie gegen diesen Todbringer gerade. Aber wir wissen halt, wo unsere Stärken sind. Und ich sag mal, ich kann das Risiko meistens ganz gut einschätzen, wie kritisch ein Kampf ist. Und das macht es ein bisschen einfacher, sag ich mal. So, ist der die Tasse hier drin? Ich bin auf jeden Fall schon beim passenden Gebiet. Hier kann er theoretisch hier irgendwo sein. Oder irgendwo so ein bisschen Richtung Norden. Boah, ich hasse diese... Im Wald ist immer so ruhig. Ich hasse diese Mischung aus Wald und Wolkenkratzern. Oder halt aus diesen Ruinen. Das ist so unübersichtlich. Es ist so schwer, hier irgendwas zu finden. Und irgendwie, ne, drüben im Kaja-Gebiet ist alles so easy. Und hier im Nora-Gebiet einfach nur so... What the hell, ich habe keinen Schimmer, wo irgendwas ist. Aber da ist ein Datenpunkt. Oh nein, das war jetzt aber noch nicht so sinnvoll. Ich brauche meine Karte. Da, okay, wenn ich in die Richtung laufe, das gehört auch noch zum Gebiet. Also es kann sehr gut sein, dass die Tasse irgendwo hier drin ist. Ich meine, irgendwo muss einfach ein lila Punkt über dem Dreckhaufen schweben. Alles gut, Aloy, ich bin an deiner Seite. Aber ich bin sehr untalentiert darin, den lila Punkt über dem Dreckhaufen zu finden. Da vorne! Da vorne! Jawollo! Oh, endlich. Endlich mal wieder so ein altes Gefäß. Sehr schön. Wunderbar. 8 von 12? Warte mal. Da habe ich hier noch 2. Und dann hier noch 2. Dann war es das. Dann haben wir alle alten Gefäße. Tschüss! Okay, dann porten wir uns direkt hier hin. Weil das alte Gefäß direkt neben dem Lagerfeuer irgendwo sein muss. Das ist hier direkt das Gebiet in die Richtung. So, immer schön aufpassen. Immer schön das Ganze so ein bisschen durchkämmen, die Grenzen abchecken. Und dann das wirklich so polizeirastermäßig einfach ablaufen. Okay, da ist einer von euch. Habe ich ihn getroffen? Ja. Da drüben ist noch einer. 2 Feuerpfeile drauf. Zack, ja. Und da ist auch schon die lila Ding. Sehr gut. So wünsche ich mir das. Und dann düsen wir auch noch hier hin. Wow. Dass sie 3 von diesen, sag ich mal, seltenen Collectibles hier direkt nebeneinander packen. Aber es gibt auch Sinn. Ich meine, hier war, ist ein großes, eine große Stadt. Hier haben viele Leute aus Bechern getrunken. Das sind ja obviously Becher, die wir sammeln. Und das wird meinen Magen etwas beruhigen. Dann macht es auch schon Sinn, dass hier einiges davon versteckt ist. So. Da ist es auch schon. Lol. Okay. Das war sehr erfolgreich. Extrem erfolgreich. 10 von 12. Wow. Crazy. Und aber wie gesagt, einen davon muss ich googeln. Ich habe jetzt 2-mal schon diese komplette Gegend dadurch gesucht. Also entweder ist es irgendwie auf der Karte falsch eingetragen. Ich port mich mal hier hin. Entweder ist es auf der Karte falsch eingetragen, dass das Gefäß nicht da ist, wo das Gebiet anzeigt, oder ich war wirklich halt 2-mal echt blind, ne? So. Du bist am Ende. Der verbrennt.
Das ist. Ach, das ist ein Rotaugenwächter. Ups. Diese Verderbnis ist sehr, sehr ätzend. Das Gute ist, sobald irgendein Gegner verdorben ist, ist das Feuer auf meiner Seite. Und brennt einfach die Verderbnis aus ihnen heraus. So, und dieser Panoramapunkt, den haben wir auch gelernt, sind immer an erhöhten Orten. Das heißt, eigentlich ist es immer ein bisschen die Suche nach einem Klettergebiet. Okay. Vermutlich, yo, Alter, was ist das für ein Riesengebäude? Irgendwie muss ich hier hochkommen. Ist es vielleicht schon das hier? Kann ich hier klettern? Nee, aber irgendwie... Hier muss ich nach oben kommen. Ich denke, das ist ziemlich offensichtlich. Ich muss nur den Anfang der Kletterpartie finden. Hier! Freunde, ich denke, ich habe das gefunden, was wir brauchen. Lasst uns hier diesen Wolkenkratzer wieder nach oben steigen. Und eine wunderschöne Aussicht genießen. Auf die Welt damals, als sie noch in Ordnung war. Bevor Elisabeth, ich finde es übrigens immer noch weird, dass die einfach kein H hinten hat, dass sie nicht Elisabeth heißt, sondern einfach Elisabeth. Ah, ne? Bevor die das Zero Dawn Projekt startete. Ich bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es muss ja wirklich weltweit funktionieren. Das heißt, dass es jetzt nicht einfach nur sowas wie eine Atombombe oder so sein kann, sondern da muss ja schon ein bisschen mehr dahinter stecken. Ich bin sehr interessiert, herauszufinden, was es ist. So, und hier müssen wir rüber. Genau, das funktioniert sehr schön. Da ist ja der Panoramapunkt. Ein Panorama? Ich frag mich, was es mir zeigen wird. Wow, ist das ein Stadion? Apocalypse Shitstorm Tour Tag 6. Ich kam gerade aus dem Entzug, als wir uns das Spiel der Metallurgists gegen die Hearts Timor Wayforest ansahen. Das Emin-Trikot sah über deinem Sari ziemlich komisch aus. Okay. Die haben wohl auch damals Fußball gespielt. Oder was ähnliches. Schön. Das passt. Dann haben wir hier alle Collectibles, die wir brauchen, abgeschlossen. Ich meine, die Lagerfeuer sind mir jetzt erstmal ziemlich egal. Das Banditenlager könnte kritisch werden von der Zeit. Friends, würde ich vorschlagen, porten wir uns hier hin. Und sammeln hier noch das Gefäß und das Panorama ein. Weil dann gucke ich noch nach, wo sich das andere Gefäß befindet, kurz offscreen. Dann startet einfach die nächste Folge da. Und dann haben wir alle alten Gefäße. Und das sind die ätzendsten Collectibles. Die Banuk-Figuren sind eigentlich relativ easy. Ich meine, diese riesigen Wandmalereien sind quasi nicht zu übersehen. Die Metallblumen finden wir eigentlich auch immer sehr gut. Und Panoramen. Fehlen uns auch nicht mehr viele. Also ich glaube, wir sind wirklich auf einem stabilen Weg, hier Collectible-technisch was zu reißen. So. All die Verderbnis, die sie umgibt. Das ist sehr gut, dass wir dieses Banditenlager schon haben, weil uns dadurch der Schnellreisepunkt ermöglicht wurde. So. Ausschau halten, Freunde. Öffnet eure Augen. Lasst eure Blicke schweifen und sucht nach dem lila gekennzeichneten Schrotthaufen. Okay, wir sind mitten im Gebiet. Wir sind mitten im Gebiet, wo sich das befindet. Aber auch hier, denke ich mal, werde ich das einfach wieder so von Nord nach Süd untersuchen. So, hier geht das Ganze quasi los. Dann folge ich dem Ganzen jetzt hier mal ein bisschen Richtung Nord. Da ist es! Sehr schön! Haha! Oh, immer wieder nice, wenn man den Stuff schnell findet. Zack! 11 von 12. Und dann die nächste Folge beginnt bei 12 von 12. Das verspreche ich euch. Und jetzt nehmen wir uns noch dich hier mit. Und vielleicht, wenn wir, sag ich mal, schnell sind, wenn wir schnell bei diesem Panorama sind, können wir uns die Banuk-Figur auch noch mitnehmen. Dann haben wir beinahe alle Collectibles im Nora-Gebiet eingesammelt. Das ist sehr, sehr gut. Dann ist nur noch ein bisschen im Osten des Karja-Gebiets sind dann, glaube ich, noch ein paar Metallblumen und sowas. Aber ansonsten läuft das Ganze hier. Ich bin stolz auf uns, Freunde. So, ihr wisst Bescheid, erhöhte Punkte, theoretisch könnte ich mir vorstellen, sind wir schon im Gebiet, ja, dass es entweder da oben ist oder vielleicht hier oben, jawohl, ey, ohne Witz, was ist los mit uns, warum sind wir so erfolgreich, zack, da wären wir,
Und ich, Apokalypse-Sturm Tour Tag 3. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Ein großartiger Tag für die Matty-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Tschüss, Alter. Ein richtiger Bad Boy. So. Und dann, ja, müssen wir einfach hier hochrennen. Irgendwo muss es da einen Weg nach oben geben. Aber es ist ja quasi echt um die Ecke. Wow, dann war das ein extrem erfolgreicher Part heute. Das gefällt mir. Das ist ein definitiver Fall von Progress. Und vor allem, wir finden auch noch immer wieder schöne Heilpflanzen. Das ist sehr angenehm. Ich krieg endlich mal wieder mein Medizinbeutel hier ein bisschen gefüllt, weil wir uns einfach mal wieder nicht in irgendwelchen Metallruinen fortbewegen, sondern einfach hier in der Natur. So, brauche ich Füchse noch? Ich weiß es gar nicht. Nehme mal alles mit, was ich finden kann. Es waren sogar zwei Knochen. So, da ist ein Seil. Das ist dann wahrscheinlich der Weg nach unten. Aber ich suche noch den Weg nach oben. So. Da haben wir es doch auch schon. Friends, ich glaube, wir haben noch nie so viele Collectibles in einem Part gemacht wie heute. Das ist sehr schön. Vor allem, jetzt können wir uns diese ganzen Malereien nochmal anschauen. Ich finde die richtig schön. Kann ich da hoch? Ja. Und dann von hier, komme ich da noch weiter hoch? Nee. Uff, warte mal. Muss ich von dem Seil irgendwo hinspringen? Muss ja fast, oder? Da drüben ist, glaube ich, so ein Pinüppel. Yes! Okay. Habe ich richtig gesehen. Und vor allem diese Malereien zeigen sogar, ne, stellen teilweise halt auch immer so Pfeile dar. Und zeigen einem immer, wo man lang muss. So, nee, hier geht's nach oben. Ich fast den falschen Weg gegangen. Wo ist die große Malerei? Ist das die, die wir da sehen? Oder ist da noch mehr? Ich meine, der Dude, muss ich auch mal vorstellen, das war irgendwie so ein Mönch oder so ein Reisender oder so. Der hat einfach so einen riesigen Farbeimer dabei gehabt, um einfach riesige Felswände zu bemalen. Das ist mit Sicherheit auch ein entspanntes Leben. Oh, dieses andere Work and Travel. Aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr coole Quest. Also die Banuk-Figuren sind meine Lieblings-Collectibles. Da ist sie! Freunde, da ist sie. Diese Skulptur ist bestimmt das Werk der Banuk. So sieht's aus. Wow. Sie haben sogar ein Echo hier oben für Aloys Stimme eingefügt. So. Und dann werden wir noch hier ein Banditenlager erledigen. Dieses alte Gefäß hier mitnehmen. Und dann ist das Nora-Gebiet collectible-technisch komplett abgeschlossen. Nice. Freunde, ich hoffe, der heutige Part von Horizon Zero Dawn hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Und an dieser Stelle nochmal ein persönliches Dankeschön an Kevin aka Suyeon Kamora für den großartigen Support per Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank, Mann.